Willkommen, Anno 1800, die Passage. Eine Insel nach der anderen besiedeln wir mit ersten kleinen Siedlungen, wollen danach noch große Abenteuer erleben, müssen auch gleich mal schauen, wie es Lady Faithful geht, unsere Auftraggeberin. Die hat uns ja hier hingebracht vor einiger Zeit, hat uns den Auftrag gegeben, uns um ihren Mann zu kümmern und dessen Schicksal zu lüften. Der ist hier verschollen, John Franklin. Der Entdecker der Passage des schiffbaren Durchgangs, wenn er einen gefunden hat. Wir sind auf jeden Fall hier angekommen. Ist von der Überfahrt Aber im Hintergrund hat sich eben auch schon der Zeitungsredakteur gemeldet. Ich habe den finsteren Verdacht aber. Da haben wir gerade was verpasst. Warum? Weil live auf Twitch wir in eine Kaffeekochpause gegangen ist. Ich könnte mir noch ein Safe Game laden, das habe ich mir vorher gemacht, aber für einmal Zeitung nicht geguckt. Also komm. Man kann sich stressen in manchen Situationen und in vielen Situationen kann man sich auch einfach nicht stressen lassen und das ist dann auch gut. Tarkin, liebe Grüße an dich. Danke für die sehr lieben Worte, die du eben auf Twitch gepostet hast. Ich habe sie eben noch gesehen. Danke dir fürs vierte Abo hier in Serie. Lieben Dank. Robbenruhe. Insel läuft. Ich kann das schaffen. Ich kann's schaffen. Pemmican wäre der nächste Schritt. Und hier vorne. In Winterzauber. Entschuldigt bitte, dass ich jetzt einfach wieder in die Mittagssonne reingehe, aber Ihr da kann man mehr sehen beim Bauen. Überfahrt zurückgekehrt. Hier wiederum wollten wir sorgen für Wale. Schlafsäcke. Verbrauchsgüter. Robben werden hier hingebracht. Genau. Die Robben werden von hier, wollten wir hier erjagen auf Robbenruhe, wo die letzte Ruhe der Robben beginnt. Eine Robbenfängerei. Oh, hoppla. Stellen wir mehrere nebeneinander hin. Und es fehlt uns an Brettern und die mehr Druck im Kessel. Sind jetzt aber da. Eine Robbenfängerei. Und eine zweite. Die Robben. 30 Sekunden ist eine Produktion. Dann können wir die hier auch pausieren. Es ist arktisch. Die Gänsefarmen. Die können wir überall hinsetzen. Hier oder woanders. Die Insel ist zu klein. Die machen wir es nicht. Die packen wir drüben hin. Machen wir hier natürlich auch einmal Kohle. Das heißt, hier vorne, der Heizofen reicht noch nicht ansatzweise bis hierhin. Das heißt, den werden wir einmal klonen. Die Polarwacht reicht bis zum ersten Gebäude. Dann legen wir das still und die Polarwacht läuft mal. Wenn ich mich recht erinnere. Und den Heizofen kopieren wir einmal. Und packen ihn hier vorne hin. Die Menschen lassen sie hochleben. Einheitsofen. Hin. Der soll ja noch mehr versorgen. Und es reicht dann knapp bis hier vorne hin. Könnte man also noch eins nach rechts setzen eigentlich. Noch zwei weiter nach rechts könnten wir den setzen. Menschen lassen sie hochleben. Oder wir lassen ihn links und setzen da hinten noch weitere Gebäude hin. Dann machen wir das hier unten noch weg. Das brauchen wir ja nicht. Ihre Einwohner sind unzufrieden.
So kann es klappen. Das ist ganz gut. Kohle ist genug da. Alles läuft. Alles bestens. Waren werden im Lager jetzt geholt. Lagerhäuser ausgebaut. Kann nicht schaden. Und wir brauchen weitere Bretter. Das Schiff steht bereit. Und die Robbenfängerei läuft. Und jetzt können wir auch beginnen mit den ersten automatischen Handelsrouten. Wir brauchen eine Route, die von hier Robben abholt und die dann rüberbringt auf diese Insel hier vorne. Dann nehmen wir unser erstes Schiffchen für und mittlerweile sind viele auch da, die uns Holz hier hingebracht hatten. Neue Befehle? Genau. Nehmen wir mal die Sturmvogel und bringen einmal Holz hier vorne hin. Wendemanöver! Und die Moskito, Sie spielen schon seit die können wir benutzen als für die erste Handelsroute. Und wir könnten Folgendes machen. Wir könnten hier vor Ort das Pemmican... Nee, pardon, was brauchen die hier vor Ort? Die brauchen das Pemmican. Das können wir von drüben bringen, weil... Wir haben hier eh keine Wale hier, beziehungsweise und auch die Küste ist so schmal. Dann bringen wir Pemmican hier hin und holen von hier die Robben ab. Ja, und es wird Robbenruhe rüber zur Hauptinsel. Robbenruhe-Versorgung oder Robbenruhe-Pendel. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Da kommt die Moskito drauf. Und wir fahren hier los. Und fahren hier hin. In Robbenruhe nehmen wir halt die Robben mit. Die Robbenfälle, die entladen wir in Winterzauber in unserer Hauptstadt. Hier laden wir Pemmican ein, aber nicht zu viel. Sagen wir mal, 10 Stück reichen. Einmal 10 Stück. Und entladen die hier hinten. Wir nehmen mal 15 mit, aber oder wir können auch 20 mitnehmen und da eine leichte Überproduktion machen. Wir nehmen mal 15 mit. So. Und auf geht's. Was wir sogar noch machen könnten, wir produzieren hier viel zu viel Kohle in Winterzauber, pardon, hier vorne in Robbenruhe. Wir könnten sogar sagen, ob wir von hier noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Robbenruhe produziert einen Ticken zu viel Kohle, aber nicht zu viel. Kohle zur Versorgung von 2 von diesen Kohlegebäuden. Ich weiß nicht, ob das so... Also ich denke mal, je mehr Leute hier wohnen, es wird trotzdem nicht so sein, dass man hier mehr verbraucht. Weil man beliefert hier nur die Gebäude und die haben einfach diesen Radius. Da kann man ruhig sagen, so einen kleinen Überschuss könnte man abtransportieren, aber es ist eigentlich sogar etwas zu wenig, was hier vor Ort produziert wird. Ich glaube, wir brauchen sogar noch ein bisschen Kohle hier vor Ort. Wir schauen aber vorher mal, wie das hier aussieht mit dem Pemmican. Ob hier genug hergestellt wird. Reichlich. Das ist gar kein Problem. Da können wir sogar einmal eine Pemmican-Lieferung mitnehmen. Das ist aber kein Schiffchen mehr, das es machen kann. Das Eis ist älter. Ach, wir machen das einmal manuell. Einmal manuell hier hin. Einmal entladen, einmal mitnehmen, dicken Stapel Pemmican auf Vorrat und das war's schon. Einmal rüber bitte, hier vorne hin,
und irgendwann die Handelsroute wieder aufnehmen. Weiter entladen, so schön. Jetzt brauchen wir hier noch eine Köhlerei mehr, bitteschön. Dann sollte eigentlich alles gut versorgt sein. Lagerhaus ist hier hinten. Setzen wir einfach mal eins erstmal hier vorne hin und gucken dann weiter. Oder zwei. Eins. Und ein zweites. Straße rüber. Nachher, wenn wir auf Dauer machen wir das nicht. Also auf Dauer werden wir den Platz brauchen für was anderes, aber erstmal hier ordentlich Kohle mitnehmen. Einmal Straße. Zweimal Straße. Und dann könnten wir sogar mit dem Schiff, das jetzt kommt, und jetzt haben wir hier wieder wirklich eine Überproduktion an Kohle, ordentlich Kohle mitnehmen. Wir gehen in die Handelsroute rein und sagen hier vor Ort in Robbenruhe, Kohle mitnehmen. Und zwar nicht 50. Wir wollen es nicht übertreiben. Die sollen ja auch einen Rest haben. Wohl, man kann auch Restmengen eintragen. Dann nehmen wir mal 30 mit. Und entladen hier 30. Dann stellen wir noch eine Mindestmenge ein, die hier nie abtransportiert werden soll. Und da sagen wir mal 20. Obwohl die produzieren so viel. 10. Das ist die Mindestlagermenge. Und so eine Mindestlagermenge stellen wir auch ein. Mehr Druck im Kessel. Jetzt läuft die Handelsroute. Die stellen wir auch ein fürs Pemmican hier vorne in der Hauptstadt. Einmal Pemmican suchen. Mindestmenge. Sind wir mal großzügig. 20 sollen hier bitte immer bleiben. Verkaufen werden wir noch nichts. Das sollte eigentlich jetzt fluppen. Und mit dem Pemmican, das hier angekommen ist, werden jetzt die Häuser ausgebaut. Die fröstelnden Entdecker bekommen jetzt das Pemmican. Und weil das in der erste von diesen beiden Sparten ist, also in der Bedürfnissparte, nicht in der Wärmesparte. Die Wärmesparte entspricht dem, was man an anderen Regionen Zufriedenheit nennt. Was da Zufriedenheit ist, ist spieltechnisch hier die Wärme. Und also alles nicht nur die Wärme durch die Öfen, sondern auch die Produkte, die man braucht, um noch extra Wärme hier hinzubringen. Anders formuliert, etwas zum sich einmümmeln, wie man bei mir im Rheinland sagt. Schlafsäcke, um sich einzukuscheln und Wärme, die von innen kommt. Schnaps! Das sorgt ja bekanntlich auch für Wärme, zumindest in den letzten Sekunden, bevor man dann erfriert. Das ist der Wärmereiter hier. Pemmican kommt langsam an, alles wird brav ausgebaut. Die Kantine in der Mitte sorgt dafür, dass alles hin und her transportiert wird. Jetzt wird das hier ausgebaut und nächster Schritt ist dann, da kommen danach dann die Öllampen. Wir haben jetzt schon mal noch ein paar Arbeitskräfte mehr vor Ort. Dutch Face, liebe Grüße, danke dir für dein Abo. Liebe Grüße, herzlich willkommen hier. Ich glaube, du bist neu, ne? Schön, dass du hier hingefunden hast. Ich bin so froh, dass uns jemand beisteht. Auch liebe Grüße an das Praktikalb. Schön, dass du etwas hast, worauf du dich freuen kannst. So, hier läuft alles, auf der anderen kleinen Insel, auf Schneeflocke, auch alles gut, noch keine Pemmican-Produktion, und hier können wir demnächst andere Sachen exportieren, zum Beispiel die Wale und die woanders hinbringen, um die andere Insel zu entlasten, und Gold könnten wir hier auch abbauen, das wir im Augenblick nicht brauchen, um das in die alte Welt zu bringen. Wir könnten hier aber durchaus schon mal auf Wale setzen. Denn in Winterzauber gibt es zwar auch Wale, aber dann würden wir die Insel hier ein bisschen entlasten. Können wir nachher mal gucken. So, nächster Schritt aber.
Wir schauen uns mal an, wie es in der Hauptstadt aussieht. Alles läuft gut. Nächster Schritt sind die Schlafsäcke. Für die Wärme. Das ist als Bedürfnis hier freigeschaltet, als Zufriedenheitsbedürfnis. Und die werden wir jetzt produzieren. Vorher nochmal ein kurzer Check der Diplomatie. Das ist, wenn ich überall irgendwo eine unangenehme Überraschung erleben. Aber es sieht ganz passabel aus. In Halu fragen wir nochmal, ob sie eine Quest für uns hat. Aber ja, ich bin stolz darauf, mir den... Wir nehmen es. Oh, wie großzügig von Enhalu. Vielen Dank. Ich brauch dich nicht. Bente? Das ist zu gut, um wahr zu sein. Willi hatte irgendwie ein Problem. Ich glaube, weil wir expandiert waren, hatten. Ah, oh, dann gibt's ja keinen Grund mehr, Angst zu haben. Vor mir muss man keine Angst haben, Willi. Wirklich nicht. Ich würde ja nie was tun. Dafür nehme ich dich viel zu wenig ernst. Oder was auch immer. Willi ist mein bester Freund, glaubt er. In Winterzauber gehen wir jetzt rüber zu den Schneesäcken. Zu den Schlafsäcken. Und wir brauchen dafür die Gänsefarm, die Robbenfängerei, die Robbengüter. Die Robben haben wir uns ja gerade bringen lassen von der anderen Insel. Wir können jetzt also langsam damit loslegen. Hier vor Ort. Rohmaterial füllt sich so langsam. Bei den landwirtschaftlichen Produkten füllt sich so langsam alles mit den Robbenfängen. Vier, aber alles fängt klein an. Schiff ist unterwegs mit weiteren Robbenfällen mit 14 und kommt demnächst auch an. Dann haben wir einen kleinen Vorrat an Robbenfällen, dann können wir im nächsten Schritt jetzt beginnen, Gänse zu züchten und die dann zu rupfen, um aus deren Federn und aus den Robbenfällen Schlafsäcke zu basteln. Wollen wir einmal bauen. Arbeitskräfte sind ja genug da. Doch sonst sind die Leute ja durchaus zufrieden. Einmal Schlafsäcke, bitte. Verbrauchsgüter, Schlafsäcke. Robben da, Gänsefarmen bauen und dann die Schlafsackfabriken. Wir haben eine Robbenfängerei drüben, die läuft. Zwei haben wir gebaut. Eine Robbenfängerei hat einen Zyklus von einer halben Minute. Dann hat die genug produziert. Das ist wirklich ziemlich flott. Im Vergleich dazu brauchen wir vier Gänsefarmen. Auf die eine Robbenfängerei und nachher halt noch zwei Schlafsackfabriken. Die Gänsefarmen, genau, 4 zu 1, genau. 4 zu 1 und zwei Schlafsackfabriken. Und die verbrauchen wie viele Arbeitskräfte? 35, das ist viel. Wir haben nur 143 Überschuss. Na, wir bauen erstmal zwei, wir sind mal bescheiden. Da versuchen wir einen guten Platz und der muss auch erschlossen sein mit einem Lagerhaus. Könnte man hier oben in die Ecke bauen. Das hier ist die Kantine. Ja, wir würden das irgendwie verschenken hier. Hier oben bauen wir so weiter. Die nächste Stufe bei der Wärme kommt erst viel später. Wir können noch ein paar weitere Arbeitskräfte hier erstmal reinstellen. Wir stellen noch ein paar weitere Gebäude hier hin. Ein paar weitere Wohnhäuser noch. Andererseits, der Kohle reicht nur bis hier. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Heizofen, Lagerhaus, eine Kantine bis hier unten hin, das wird versorgt. Das ist die zweite Kantine. Dann gehen wir mal hier in die Mitte und setzen noch ein paar weitere Wohngebäude hin, weil wir waren ja ein bisschen knapp. Wir bleiben auch knapp. Wir müssen nochmal einen Abstecher machen mit der Straße. Oh, das geht ja nicht. Doch, das geht. Hier können wir... das reicht nicht aus. Das war eine Schnapsidee. Das bringt gar nichts. Können wir auch wieder wegmachen. Die eins hier rüber und hier hin. Ziehen die Straße lieber hier hin. Kann sein, dass es dann länger läuft. Von wo kommt die Wärme? Von da und von dort.
Nee, die Wärme läuft. Das ist der längere Weg anscheinend. Komisch. Dann setzen wir ein Gebäude noch hier hin. Ah, da ist noch ein Stück Straße. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Eins hierhin, das wird mal versorgt. Eins hier. Die beiden können wir setzen. Hier oben sollte es mir auch noch gut gehen. Einmal Straße ziehen. Ja, das ist doch zauberhaft. Da kann man mitarbeiten. Na, aber nur bis hierhin. Okay. Ein Haus hierhin. Eins dahin. Und hier noch ein paar. Sehr schön. Okay. Versorgung mit der Kantine läuft. Versorgung mit der Wärme vom Heizofen läuft immer. Polarwacht ist da. Hier vorne. Hat immer Vorfahrt, schreibt der Chat zurecht. Geht bis da oben hin. Jetzt gucken wir mal, dass wir nicht zu viele Wohngebäude gebaut haben. Bedürfnis, Öllampe noch nicht erfüllt und Wärme, Schnaps auch noch nicht. Alles gut. Wir könnten noch ein paar mehr hinsetzen, noch ein paar Häuser. Schauen, wo wir die noch hinbekommen. Bis da oben. Ein Haus, zwei Haus, noch ein Haus. Alles gut. Das klappt schon nicht mehr. Gucken wir mal, ob wir mit einer Straße hier arbeiten können. Und ob das was bringt. Ich dachte, ich... Eine Straße hier hoch. Bringt ein bisschen was. Ein Haus hierhin. Eins hierhin. Mehr sagt's denn. Klappt. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch ein Stück mit einer Verlängerung arbeiten können. Wobei, ihr geht wahrscheinlich eh eine Straße noch rauf und baut die Siedlung noch nach oben hin aus, ne? Ja, da werden wir gleich sowieso weiter noch bauen. Erstmal gucken, ob das jetzt so reicht für den Beginn. Wärme, ah, wir können noch mehr bauen. Da geht noch ein bisschen was. Ja. Prima, sehr schön. Noch ein Haus hingequetscht. Können wir hier sogar noch welche hinpacken? Irgendwo. Na, nicht wirklich. Ich glaube, das war es erstmal unter der jetzigen Infrastruktur. Wir bauen irgendwann natürlich noch mehr aus und dann zieht sich das dann mehr in die Länge. Aber so in sich kompakt, das ist alles okay. Gänse brauchen auch Wärme und brauchen auch ein Lagerhaus. Hans Huckebein weist zu Recht darauf hin. Hier unten ist die Gans. Ja, pardon, ist das Lagerhaus? Das bauen wir einmal aus. Jetzt machen wir eine Gänsefarm. Die können wir hier dazwischen hinsetzen. Dann geht das ein bisschen mit der Kohle runter, aber nicht wirklich schlimm. Aber wir müssen dann da drumherum auch noch... ne, wisst ihr was? Das ist irgendwie verschwendet hier mit der Kantine hier vorne. Wie weit reicht... die Notfallwacht? Ziemlich weit. Wir bauen lieber hier noch einen weiteren Heizofen hin und machen hier noch einen weiteren Wohndistrikt hin. Und machen dann ein Stück Industrie hier hin. Hier ist nämlich Wärme. Und die Kühlerei, die muss nicht hier stehen. Die können wir woanders hinpacken. Wie viel verbrauchen wir im Augenblick an Kohle? Mhm.
Die packen wir woanders hin. Einmal hier hin. Dann ziehen wir die Straße hier runter. Hier nämlich Platz und können hier für Industrie sorgen. Heizofen ist hier vorne und auch die Polarwacht reicht bis weit runter. So. Das hier war die Rentierjagdhütte, die lassen, die braucht Hitze. So, und jetzt haben wir ein Lagerhaus, das ist hier, das bauen wir einmal aus. Hier ist die Hitze, die Polarwacht ist hier vorne. Und reicht mit Ach und Krach bis hier unten. Dann stellen wir jetzt einmal eine Gänsefarm hier hin. Schauen wir mal, wie lange wir die Straße ziehen können. Und es bleibt Wärme da. Nur bis hier. Doch, noch was weiter? Oh, das ist doch gut. Die Menschen lassen sie hochleben. Mhm, da kann man mitarbeiten. Ein Stück weg, dass wir wissen, wo es endet. Und die Gänsefarm könnten wir daneben stellen. Einem erlesenen Zirkel bei. Einmal hier hin. Hier ist die Produktivität immer noch hoch genug. Dann machen wir hier das Zipfelchen weg. Jetzt setzen wir da noch ein paar Gänsegehege hin. Wir müssen aufpassen, dass die Rentierhütte da nicht zu sehr drunter leidet. Gucken, wie wir das hinbekommen. Einmal. Vollkommen sinnbefreit, dann haben die ja mehr. Naja, komm. Das sieht ja auch doof aus irgendwie. Einmal hier hin. Gedacht. Jetzt gucken wir mal, ob wir die auch im Design ändern können. Und ich glaube, das geht. Mhm. Ist doch ganz hübsch. Ist es abwechslungsreich hier. Und die Waren werden von hier hingebracht in die Lagerhalle. Jetzt brauchen wir noch zwei Schlafsackfabriken. Stellen wir daneben hin. Die brauchen auch Wärme. Hier ist Wärme, da ist Wärme. Einmal. Zweimal. Das ist die Lagerhalle und da wird es hin und her gebracht. Wärme ist da. Genau. Jetzt haben wir erstmal eine Schlafsackfabrik, zwei Schlafsackfabriken und eine Gänsefarm. Lassen es mal anlaufen und beobachten in aller Ruhe, wenn das angelaufen ist, ob die Mengen, die produziert werden, reichen für die Stadt. Ja, der bringt Gänsefedern rüber. In seinem Schlitten. Sleeping Bags. Jetzt weiß ich, was Schlafsack auf Englisch heißt.
Nein, das erzähle ich euch nicht. Das wäre ja dumm. Wer merkt ja euch das? Wenn ich jetzt erzählen würde, dass ich im Englischunterricht, wenn ich mal nicht aufgepasst worden habe, von meinem Englischlehrer immer gerufen bin, geworden bin, hey, WB, Daniel, du Sleeping Bag, wach mal auf, das würde ich nie nochmal erzählen. Das hängt mir ewig noch hinterher. Das mache ich nicht. Nee, nee. Sleeping Bag. Läuft alles an, läuft alles gut. So langsam, jetzt gehen wir einmal bei der Gänsefarm auch gucken. Hinterlassen wir eigentlich Fußspuren? Nein. Ich gleite dahin über den Schnee. Federleicht, wie ich bin, weil er halt von innen mit Gänsefedern ausgefüttert, deshalb bin ich so leicht. Da laufen sie rum. Wer kann aufgrund der 3D-Modelle erkennen, um welche Tierart, also um welche Gänseart es sich genau handelt? Ich weiß es nicht. Weiß es einer von euch genau? Bitte gerne mal kurz reinschreiben. Ob auf YouTube oder auf Twitch, sagt Bescheid. Um welche Gänseart handelt es sich hier? Und bitte nicht so rumraten wie zum Beispiel, das ist die Schwarzkopfgans, das erkenne ich sofort. Bitte jemand, der Bescheid weiß, einmal Bescheid geben bitte.